Ja, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Europa Universalis 4 mit Brandenburg. Wir kämpfen gerade gegen den Livonischen Orden Muscovy und Riga. Und das durchaus erfolgreich, würde ich sagen. Wir helfen mal kurz den Franzosen mit unserem Drei-Sterne-General und unserer überstarken Armee. Nicht den Franzosen, den Polen helfen wir. Hier machen wir noch schnell 19.000 von denen weg. Ja, also wir helfen hier gerade Polen sehr stark, denn die hätten es nicht geschafft, einen Angriff von Muscovy abzuwehren, glaube ich. So, die protestantische und die katholische Liga sind aktiviert gleich. Da können wir uns natürlich jetzt überlegen, ob wir jetzt aufhören, Kaiser zu sein. Nee, tun wir nicht. Alles klar. So, wir sind natürlich Leiter der katholischen Liga, obwohl ich eigentlich gar nicht mit der katholischen Liga spielen will. Also, ich möchte ja gar nicht, dass katholisch gewinnt. Boah, und wie Polen hier verliert. Krass. Aber Polen ist auch relativ stark geworden. Die haben hier gute Provinzen teilweise bekommen in letzter Zeit. Dänemark möchte Durchmarschrechte. Können sie ruhig haben. Sie möchten... Ah, nee. Können sie nicht haben. Quatsch. Jetzt weiß ich, warum sie die wollen. Kriegen sie nicht. Die müssen die schon transportieren. Wir haben sie ja hier abgeschnitten in Fünen. Alliance Breaking mit Trier. Ja, da heule ich jetzt nicht wirklich, deswegen. Polotsk haben wir. Auf nach Smolensk. Ich glaube, wir haben Muscovy auch als Rivale, kann das sein? Nee, haben wir nicht. So, wir haben die Allianz mit Trier tatsächlich verloren. Polen wird hier geplättet. Ja, wir haben ein bisschen Manpower-Problemchen. So, sobald wir Smolensk haben, können wir auch wieder Truppenplätten gehen. Genau, können wir. Schön. Jetzt schaut euch unsere Übermacht an, wenn wir hier in den Kampf gehen. Also wir steigen schon mal mit... Der Feind hat nur noch die Hälfte der Moral, wenn wir reingehen. Das ist wie wenn man gegen... wenn man gegen afrikanische Stämme spielt normalerweise. So, jetzt müssen wir natürlich Smolensk hier noch weiter verteidigen. Sehr schön, hat es geklappt. Moskau gehört gar nicht Moskau. Also Muscovy. Auch das ist sehr lustig. Sondern Twer. Was die natürlich nochmal schwächt. Lustig. Wir sind wieder plus 130% mit unserer Technologie. Schaut euch dieses Brandenburg an. Das ist, also ich bin seit einigen Folgen hier geflasht davon, wie cool das ist. Weil das letzte Mal, dass ich Brandenburg gespielt habe, war, als ich noch ein Noob war. Also vor einem Jahr oder so. Und das macht Spaß so. So, da unten sind wieder einige Russen. Die jetzt auch wieder die Polen platt machen. Polen hat echt keine Chance militärisch gegen Russland. Die sind 11 und Polen ist auch 11. Aber Russland scheint einfach die stärkeren Truppen zu haben. Natürlich, der Drei-Sterne-General macht auch nochmal richtig was aus. Darf man nicht vergessen. Wie schön, dass wir auch einen haben. Riga und Muscovy nehmen uns da diese eine Provinz ab. Bin ich nicht einverstanden. Ich meine, wir haben ja schon richtig viel jetzt hier erobert eigentlich. Vielleicht können wir Muscovy mal raushauen aus dem Krieg, denn ich verliere doch durchaus Manpower. Das möchte ich eigentlich gar nicht. So, sie könnten ziemlich viel abgeben, aber sie werden nichts abgeben. Müssen sie eigentlich auch nicht, ist mir eigentlich auch egal. Passt. Moskau, wir sind im Frieden. Riga und Livonischer Orden, das kriegt ihr nicht mehr alleine hin.
Ihr seid keine Gefahr mehr für uns. Ich stelle mich mal nach Memel und lass mal Polen die Sache regeln. Denn wir müssen einfach unsere Manpower wieder auffrischen. Gibt's dafür vielleicht einen Berater? Manpower Modifier, ja, bitte. Ich bitte darum. Scientific Experimentation. Und wir haben bisher Militär-Militär-Ding. Ja, dann werden wir nicht nochmal auf Militär gehen können. Dann werden wir auf Admin oder Diplo gehen müssen, auf eine Idee. Auf was werden wir gehen? Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Vielleicht gehen wir noch auf Exploration, ja. Vielleicht gehen wir noch auf Exploration Ideas. Jedenfalls wird hier mal der Fokus rausgenommen. 10, 10, 11 ist einfach ein unglaubliches Increase. Vor allem, wenn man schon so weit vorne ist, technologisch, wie wir es sind. Ja, und wir kriegen leider Riga nicht so schnell wie die Derbt. Doch, kriegen wir. Gut. Wir nehmen alles zurück. Noble Regiments in Anhalt. Gar kein Problem. So, die Koalition gegen uns wird auch wieder verlassen. Schweden ist nicht so sonderlich aktiv in dem Krieg, muss ich sagen. Österreich war böse. Hat sich Landshut genommen. Und Welsch Brixen. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, mit Riga können wir schon mal Frieden machen. Und zwar können wir Riga einfach erobern. Ja, können wir. So, Riga gehört schon mal uns. Wie sieht es mit Staaten und Territorien aus? Ja, alles in Ordnung. Passt. Hier können wir mal Dänemark gründen als Staat. Gut. Und wir haben auch keine Koalition mehr gegen uns. Richtig, ja. Schlau, diese deutschen Staaten. Ja, und ich glaube, wir kümmern uns mal selber um das Rebellenproblem da unten. Denn Polen wird das nicht für uns machen können. Oder? Werden sie es machen? Nö, werden sie nicht. Gut, dann gehen wir hier drauf. Noble Rebels sind leider immer ziemlich stark, aber wir haben sie jetzt doch sehr schnell niedergerungen. Ich meine, wir haben einen 6-6-4-1er General. 6-6, das ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres als 6-6. Und wir sind von der Disziplin ziemlich gut dabei. Wir könnten sie sogar nochmal erhöhen. Und von der Armeetradition sind wir bei 100 fast, was unmenschlich gut ist. Und Landmoral 5,1. Da muss ich nichts mehr zu sagen. Also ich würde wahrscheinlich jetzt gegen das ganze HRR gewinnen. Könnte sein. Leider kann ich als Protestant nicht den Krieg erklären, sonst würde ich das längst tun. Ich könnte natürlich alleine gegen die Liga kämpfen. Frankreich, Ansbach, Ungarn, Spanien. Boah, das ist schon sehr viel, das kriegen wir nicht hin. Nee. So, den Livonischen Orden müssen wir noch fertig besetzen. Der ist in Schweden ganz schön abgegangen. Hat sich da die finnischen Provinzen geholt. Böhmen ist in der protestantischen Liga. War ja klar, die wollen uns platt machen. Die sind immer noch sauer. Der Friede mit Dänemark ist ausgelaufen. Dann machen wir mal ein paar Claims. So, Stabilität kann man schon mal verlieren. So, jetzt. Was machen wir? Also eigentlich könnten wir sie... Ne, wir können sie nicht vasalisieren. Schade. Ja, wir können uns eigentlich alles erobern.
tun wir das. Ist das alles von uns erobert oder kriegt da jemand anders was? Ja, das ist alles von uns. Gut. So, da haben wir uns dahin ausgebreitet. Als nächstes können wir dann nach Muskovy einfallen. Und da, die haben da einige gute Provinzen, wie ihr hier sehen könnt. Da. Das sind alles ganz ordentliche Provinzen hier. Die holen wir uns dann. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Baltischen Meer schon ziemlich gut dabei. Also die ganze Küste gehört uns, bis auf Worms. Und natürlich hier noch bei St. Petersburg, das noch gar nicht gegründet ist. Thüringen könnte man vasalisieren. Die wollen sich natürlich nicht vasalisieren lassen. Man könnte ihnen den Krieg erklären. Ja, ist natürlich... Nee, ich möchte sie aber nicht vasalisieren, ehrlich gesagt. Das bringt es einfach nicht. Eine Armee, die größer ist als die von Litauen? Ja, gerne. Ja, und jetzt gerade breiten wir uns natürlich stark aus. Sind jetzt schon bei 500 Development. Litauen ist in der Koalition gegen uns. Und die hier werden auch noch beitreten. Also das ist jetzt... Natürlich gehen wir hier auf ganz viel Risiko. No risk, no fun. Wir haben ganz schön viele Forts, die wir unterhalten müssen. Das ist unser größter Posten neben den Beratern. Polen ist in der katholischen Liga, das ist schon mal gut. Die katholische Liga scheint mir auch recht stark, also die protestantische ist auch sehr stark mit Spanien und so weiter, aber hier Schweden ist auch in der katholischen jetzt. Wir haben Österreich, wir haben Brabant, das ist wichtig, wir haben die Toskana, das ist wichtig. Ach, die hat sich auch gegründet, Tuscany. Schön. Ja, und leider ist jetzt der Imperator tot. Das ist sehr früh passiert. Sehr früh. Unser toller Herrscher ist tot. Aber er hat einen Erben hinterlassen, der gut ist. Deswegen wollen wir mal nicht allzu böse sein mit ihm. Wir können jetzt noch ein bisschen Imperial Grace bestowen. So, damit sichern wir uns unsere Herrschaft. Und wir sind ja immer noch Kaiser. Also es läuft weiterhin sehr gut für uns. Ich warte jetzt gerade noch so ein bisschen. Oder ich überlege, was wir tun können. Ja, wir können nicht vorgehen gegen Litauen, leider. Wir sind verbündet mit unseren Verbündeten. Wir refreshen gerade ein bisschen unsere Manpower. Das ist ganz wichtig. Insofern tut es uns gut, jetzt mal ein bisschen Pause zu machen, auch aufgrund der Aggressive Expansion, die wir schon haben. Zealand Korn ist durchaus von Sinn, vor allem weil Schweden keinen Korn mehr drauf hat. Und dann die Kosten für Infanterie und Kavallerie kann man durchaus ein bisschen erhöhen, das ist nicht so schlimm. Die Schiffe hier kann man alle upgraden. Wahrscheinlich könnte man mittlerweile die hier auch schon upgraden, oder? Nein, die kann man nicht upgraden. Gut, dann weiter auch durch die Gegend schippern, bitte. Aber wir dürfen mittlerweile durch Trade ein bisschen was verdienen. Ja, tun wir auch. Bisschen was schon, aber eben auch nicht so viel. Hamburg ist ein Center des reformierten Glaubens. Deswegen auch diese umgestürzte Statue hier. So, wir haben viel zu viel Diplo und Military Power. Viel zu viel. Deswegen würde ich jetzt mal dafür plädieren, dass wir die ein bisschen investieren. Ja, mit Österreich können wir gerne heiraten. Und zwar einmal hier nach Sternberg. Und in die Niederlausitz, nach Stolp können wir sie investieren. Hier in Goldingen können wir sie dann investieren, sobald wir die Provinzen gekort haben. Machen wir doch mal Berlin zu einem großen Zentrum.
33 Development für Berlin. Krass, ne? Jetzt haben wir Berlin mit einem Schlag zur Metropole gemacht. Ja, und jetzt ist es soweit. Polen ist gegen ganz, ganz viele im Krieg und hat keine Hochzeit mehr mit uns und deswegen können wir jetzt die Allianz dishonern. Dadurch haben wir den Frieden bis 67, 5 Jahre lang. Und so lange haben wir Zeit, um uns gegen Polen zu rüsten. Wer mag Polen denn alles nicht? Böhmen, Osmanen, Ungarn. Ja, das geht alles nicht. Also das müssen wir, wenn, dann alleine schaffen. So, eine Kardinaladministration möchte ich diesmal nicht. Kein Access für Dänemark, nein. Und wir fallen in eine Personalunion unter Österreich oder Frankreich, wenn unser Herrscher stirbt. Also ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal wieder Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr zufrieden, wie sich Brandenburg entwickelt. Ich denke, ihr auch. Bis zum nächsten Mal, euer General Pilofas.